Am 21. und 22. Juni trifft sich das Kantonsparlament in Sursi zur nächsten Kantonsratssession. Die SVP-Fraktion ist parat für eine intensive Session. Wir werden an dieser Session den Jahresbericht 2020 vom Kanton abnehmen. Der war sehr erfolgreich. Wir haben einen grossen Rekordertragsüberschuss von 212 Millionen. Gleichzeitig hat der Kanton Luzern das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Nettovermögen. Das heisst, er hat mehr Vermögen, wieder als er Schulden hat auf der anderen Seite. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Corona-Belastungen, die hat man im letzten Jahr noch nicht gespürt. Die werden erst im Jahr 2021 in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung auftauchen. Gleichzeitig haben wir grosse Investitionen von uns. Im Kanton Luzern werden in den nächsten 10 Jahren Milliarden investiert durch den Kanton und durch den Bund. Das wird Konsequenzen haben. Und gleichzeitig muss man das immer relativieren, weil Ertragsüberschüsse sind immer zu viel bezogene Steuern. Nichtsdestotrotz, die SVP sagt klar Ja zu dem Jahresbericht 2020. Das wahrscheinlich wichtigste Geschäft ist das neue zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz. Ein Geschäft, das wir ein Jahrzehnt vorbereitet haben. Es geht um einen Sonderkredit von 177,4 Millionen. Wir haben lang und intensiv diskutiert und die SVP-Fraktion trägt den Sonderkredit mit. Synergien von rund 10 Millionen pro Jahr, die müssen wir realisieren. Wir müssen uns schlank aufstellen in diesem Kanton, damit wir erfolgreich in die Zukunft gehen können. Gleichzeitig entstehen moderne Arbeitsplätze, was den Kanton auch attraktiv für Mitarbeitende und Fachleute machen. Aber wir tragen nicht alle Anordnungen mit, welche Dienststellen das dort rein soll. Wir sind der Meinung, dass die Dienststelle Lava, Landwirtschaft und Wald soll in Sursi bleiben. Sursi als zweites Regionalzentrum soll weiterhin ein Teil haben der Verwaltung. Und da sind wir der Meinung, dass die Lava richtig ist, wo am meisten Bezugspunkte hat zu der Landschaft, dass das in Sursi soll bleiben. Bei den Vorstössen haben wir alter Wein in neuen Schläuchen. Es geht einmal mehr um eine Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer. Ein Vorstoss, den die Regierung entgegennehmen will. Da tun wir uns ganz klar dagegen aussprechen. Den Versuch haben wir schon mal diskutiert, mehrere Jahre hat man das will. Es hat kein gutes Ergebnis gegeben. Die SVP hat immer eine klare Linie vertreten. Wir sind der Meinung, dass das heutige System schon ökologisch ist. Wir sind der Meinung, dass alle einen Beitrag leisten müssen, weil mit der Motorfahrzeugsteuer auch die Benutzung der Strasse abgegolten ist und dass damit auch Elektrofahrzeuge einen Beitrag leisten müssen. Wir sind der Meinung, dass jegliche Modelle, die bis heute auf dem Tisch sind, neue Ungerechtigkeiten bringen und aus dem Grund das Ganze keine gute Lösung wird sein. Ganz klar werden wir uns aussprechen gegen irgendwelche offene oder versteckte Erhöhungen. Aus dem Grund darf ich schon da sagen, die SVP wird gegen so eine Vorlage ganz sicher das Referendum ergreifen. Mit einem eigenen Vorstoss fordern wir die Abschaffung der Listenverbindungen. Wir sind der Meinung, dass das Instrument in der Vergangenheit überstrapaziert worden ist. Da sind plötzlich Parteien zusammengegangen, die überhaupt keine thematischen Berührungspunkte mehr haben. Man hat das nur gemacht, um die Wählerstimmen zu optimieren. Das ist in der Demokratie nicht förderlich. Wir sind der Meinung, dass der Wählerwille auch verfälscht wird, weil ob die eine oder die andere Partei nachher einen Sitz mehr überkommt, wo eigentlich gar nichts damit zu tun hat, tut nachher den Wählerwille nicht mehr abbilden. Aus dem Grund werden wir den Vorstoss klar unterstützen. Sollte ich da keine Mehrheit haben, behalten wir uns weitere demokratische Instrumente vor. Wir fordern in einem weiteren eigenen Vorstoss, dass wir mehr investieren. Es zeigt sich, dass in den letzten paar Jahren der Kanton das Budget mit den Investitionen nie mehr erreicht hat. Da braucht es Massnahmen, dass wir die bestellten Investitionen, also die Investitionen, die das Parlament beschlossen hat, auch tatsächlich realisieren. Da haben wir Tendenzen, der Wasserbau, dort muss mehr gehen. Und auch im Hochbau gibt es einen Haufen Projekte, die sich verzögert haben. Da braucht es Massnahmen und darum braucht es eine Mehrheit zu diesem Vorstoss. Höhepunkt ist ganz sicher eine personelle Frage. Wir werden im nächsten Jahr das Kantonsratspräsidium stellen. Unser Rolf Bossert wird am Dienstag zum neuen Kantonsratspräsident gewählt. Wir wünschen ihm zur Wahl, für die Wahl alles Gute und schon heute viel Erfolg in seinem Präsidialjahr. Leider müssen wir auch jemanden verabschieden aus dem Kantonsrat. Ein Urgestein verlässt uns nach 20 Jahren Tätigkeit im Kantonsrat, hat der Reto Kamenisch sich entschieden, zurückzutreten.
Er hat eine lange Karriere hinter sich. Schon bei der Gründung der Partei war er Strategiechef, Alterspräsident, Regierungsratskandidat. Er hat so viel gemacht für die Partei, so viel für den Kanton. Und für das danken wir ihm herzlich. Sein Höhepunkt, wo er selber mal Grossratspräsident war, wird ganz sicher unvergesslich sein. Lieber Reto, danke für eine gute Zeit und danke für deinen Beitrag. Sie sehen, die SVP ist bereit für die nächste Session. Verfolgen Sie es mit auf dem Livestream. Wir kämpfen für Ihre Anliegen auch an der nächsten Session. Danke.